Hallo ihr Lieben, heute gibt es das nächste Unboxing und zwar die My Little Box. Da ist das Thema Friday Night. So sieht es aus. Finde ich sehr cool, steht drauf, do not open before Friday Night. Habe ich es tatsächlich sogar... Nein, ich habe es schon eine Woche, ich weiß nicht, wann ich es geöffnet habe, um ehrlich zu sein. So sieht es von innen aus, das ist wieder eine süße Karte. Mit so ein paar süßen Sachen drauf. Keine Ahnung, so verschiedene Arten von Partyleuten, sag ich mal. Und dann fangen wir am besten einfach an. Als erstes habe ich hier ist Love Triangle von My Little Box selbst. So sieht das aus. Eine geometrische Haarklammer. So sieht die aus. Kann man sich wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo ins Haar machen. Ist jetzt nicht so mein Ding. Würde ich jetzt nicht benutzen. Daher werde ich das auf jeden Fall verlosen. Also das werdet ihr irgendwann gewinnen können. Geht gleich eine Verlosungsbox mit rein. Und dann habe ich hier, ahahahaha, Staying Alive, keine Ahnung, was ist das? Ist hier in so einem süßen Umschlag drin, finde ich sehr, sehr süß. Ach, das ist ja süß. Das ist hier irgendwie, liebe Nachbarn, auch liebe fremde Nachbarn, ich organisiere, Punkt, irgendwie sowas. Drinks, eine Party, eine echt dicke Fete, der Anlass, bla bla bla. Das ist richtig cool. Das kann man sich, schätze ich mal, dann kopieren. Ich weiß es noch nicht genau, muss ich mal gucken, ob man sich das dann irgendwie kopiert oder so. Das ist ja eine richtig coole Sache, weil passt ganz gut. Es geht ja darum, dass man den Nachbarn vielleicht Bescheid sagt, dass man eine Party macht. Oder sagt, ihr könnt auch gerne vorbeikommen, sowas in der Art. Und zwar kann ich das gebrauchen, weil ich ziehe bald in meine Wohnung ein. Und da werde ich natürlich auch ein paar Partys schmeißen am Anfang, Einzugspartys. Und da sollte man den Nachbarn vielleicht vorher Bescheid geben. Das finde ich eine sehr süße Sache, echt passend. Und was steht hier noch? Dann ist da noch so ein Cocktailrezept, also echt eine ganz süße Sache. Eine süße Idee, werde ich mir nachher mal genauer anschauen. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool, passt sehr gut. Dann haben wir hier von Peekaboo BH-Fliege. So sieht es aus. Und das ist auch eine richtig coole Sache. Ich glaube, das ist sogar mein Favorit aus dieser Box mit. Denn die sieht so aus. Und jetzt denkt man sich, vielleicht Leute, die es nicht kennen, was ist eine BH-Fliege? Die könnt ihr euch einfach hinten, das sieht man hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie gut ihr das hier drauf erkennt. Wenn ihr so ein rückenfreies Oberteil anhabt, dann sieht ja manchmal der BH da so ein bisschen blöd aus, so fehl am Platz, ne? Und man aber trotzdem nicht auf BH verzichten möchte, kann man sich das da hinten dran machen. Dann sieht man nicht diesen Verschluss. Und das sieht halt richtig süß dann aus, so gewollt aus. Und das finde ich echt eine coole, coole Sache, weil ich auch schon mal das Problem hatte, so, ohne BH, aber ohne BH ist scheiße. Und dann, ja, kann man sich diese BH-Fliege da drum machen. Und das finde ich eine echt coole Sache. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und genauso passend, was auch mein Favorit jetzt hier schon ist, es passt einfach diese Box perfekt zu mir. Vor allem momentan. Ist hier im Notfall öffnen, steht da. Sind hier so Untersetzer von My Little Box. Und passender geht's nicht. Ich habe noch keinen Untersetzer für meine neue Wohnung und... Ich gucke mal, ob die alle gleich aussehen, wenn ich die jetzt aufkriege. Oh Gott, die ist echt... Sekunde. Nee, guck mal. Oh, sorry für mein Handy. Sekunde mal, ich stelle es mal kurz auf lautlos, weil das sonst ein bisschen blöd ist. So, es sind zwei verschiedene. So sehen die beide aus. Also jeweils zweimal sind die da. Und ist halt richtig cool. Ist Gott sei Dank rosa mit drin, was sehr gut in meine Wohnung passen wird. Und die werde ich auf jeden Fall dort benutzen. Finde ich richtig, richtig cool. Habe ich mich super drüber gefreut, weil es, wie gesagt, einfach so passt im Moment. Und dann haben wir hier noch wie immer dieses kleine Säckchen, wo mehr so die Beauty-Produkte drin sind. Und das öffne ich jetzt auch mit euch. Da habe ich als erstes einen Nagellack drin von, keine Ahnung, da stehen zwei U's drauf. I don't know. Elisa heißt die Farbe auf jeden Fall. So sieht das Ganze aus. Und ja, werde ich, denke ich mal, auch verlosen. Ich habe letztens nämlich erst, das Video werdet ihr wahrscheinlich erst danach irgendwann sehen, nach diesem Video, habe ich ein paar Nagellacke aussortiert, da muss ich nicht gleich schon wieder welche dazu holen. Dann sind hier, das finde ich auch eine coole Sache, ich denke mal, es werden auch Goodies sein, von L'Oreal, die drei verschiedenen Masken drin zum Ausprobieren. Das finde ich sehr, sehr cool, weil ich mir schon immer überlegt habe, mir eine davon zu kaufen, wahrscheinlich eher die schwarze, aber ich war mir halt nie sicher. Und jetzt sind da wenigstens ein paar Proben bei, kann ich die auf jeden Fall mal testen. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Zum einen habe ich da von La Roche-Posay die Lipicale. Ich bin mir nicht sicher. Französisch war nie so mein Ding.
Das ist auf jeden Fall, Lei heißt ja Milch, also eine Körpermilch, würde ich mal so sagen. Was die genau bewirkt, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Anti-Dryness Body Milk. Okay, dann wird sie also sehr feuchtigkeitsspendend wohl sein. Ich bin gespannt. Kann man auf jeden Fall immer gebrauchen. Und als letztes, was auch wieder total süß aussieht, ist von, ich glaube auch My Little Box selber, All Black Crayon et Estompeur. I don't know. Auf jeden Fall wird es ein Kajal sein, ein schwarzer. Guckt mal das schöne Design wieder an, richtig, richtig schön gemacht. Und oben ist der halt schwarz und hier hat es so ein Smudger, sage ich mal. Also auch eine Sache, die auf jeden Fall nicht schlecht ist. Ich probiere den mal gerade aus. Einfach mal gucken. Ich habe sehr viele, nämlich die muss ich auch bald noch... der ist sehr weich. Mal sehr, sehr weich. Ein schön tiefes Schwarz, gefällt mir schon mal gut. Nur ist die Sache, ob er auch gut hält, weil ich... bei mir tränen ja oft die Augen und wenn der nicht wasserfest ist, dann kann ich den für mich persönlich vergessen. Ich lasse den mal ganz kurz hier ein bisschen trocknen. Ja, also schlecht scheint er nicht zu sein. Ich werde ihn auf jeden Fall mal testen. Er verliert ein bisschen an Schwärze dann, aber er verschmiert nicht. Das ist das Gute, das ist auch viel wichtiger. Und ja, ich werde es auf jeden Fall alles mal austesten. War eine richtig gelungene Box. Ich finde, My Little Box ist sowieso einer der coolsten Boxen mit. Ich liebe sie. Da ist einfach immer was drin, was man auch immer gebrauchen kann. Und ja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.